Für Pater Henkes Verhältnis zu den Tschechen sind zwei von Pfarrer Jan Larich gefundene Zeuginnen besonders wichtig. Die Tschechin Viktorie Sladkova bezeugt, dass Pater Henkes als Seelsorger in Strandorf auch das Vertrauen der tschechischstämmigen Bevölkerung besaß. Sie selber habe bei Schwierigkeiten in ihrem späteren Leben die Fürbitte von Pater Henkes angerufen. Schließlich bezeugt Rosalie Zawadilowa, dass Pater Henkes bei ihrem Vater in Kuchelna angefangen habe, die tschechische Sprache zu lernen. Pater Henkes war sich bewusst, dass er Tschechisch lernen musste, wenn er nach Ende des Krieges in diesem Gebiet weiter als Seelsorger arbeiten wollte. Und das war sein Ziel für die Nachkriegszeit. Dieselbe Zeugin hat darüber informiert, dass Pater Henkes und ihr Vater in einer tschechischen Gruppe in Kuchelna mitgearbeitet haben, die sich die Unterstützung von Häftlingen im nahegelegenen KZ Auschwitz mit Lebensmitteln zum Ziel gesetzt hatte. Im KZ Dachau, wo Pater Henkes am 10. Juli 1943 ankam, suchte und fand er Verbindung mit dem damaligen Regens und späteren Kardinal Beran von Prag, für den in der Erzdiözese Prag das bischöfliche Erhebungsverfahren vor kurzem abgeschlossen wurde. Pater Henkes hat ihn getroffen als Teilnehmer einer Einführungsgruppe in die schönstädtische Geisteswelt. Diese Gruppe aber löste sich noch 1943 auf. Die Kontakte zwischen Pater Henkes und Regens Beran blieben bestehen. Mit Beran setzte Pater Henkes das Erlernen der tschechischen Sprache fort, wie mehrere Häftlinge bezeugen. Daneben dürfte es noch weitere gemeinsame Interessensgebiete gegeben haben, etwa die pastoralen Aktionen des Generalvikars Nathan von Branitz, die eucharistischen Familienwochen, die er eingeführt hatte, und andere Initiativen. Ein Problem der Aufklärung der Beziehungen zwischen Pater Henkes und Regens Beran dürfte darin bestehen, dass wir wohl deutsche Zeugen für diesen Sachverhalt haben, nämlich den Archimandriten Johann Josef Peters und den Palotiner Eduard Allebrot. Beide halten die Kontakte zwischen Beran und Henkes für sehr bedeutsam und widmen dem Thema in ihren schriftlichen Aussagen ausgiebigen Raum. Pater Eduard Allebrot zeigt sich in seinen leider nicht gedruckten Schriften als großer Verehrer von Josef Beran und spricht sich für seinen Seligsprechungsprozess aus. Der damalige Palotiner und spätere Schönstadtpater Josef Simon Fischer bezeugt, dass Richard Henkes im KZ Dachau die tschechische Sprache gelernt hat, weil er später im Osten arbeiten wollte, nennt aber den Namen seines Sprachlehrers nicht. Aber das kann nach der Aussage von Eduard Allebrot und Archimandrit Johann Josef Peters nur Josef Beran gewesen sein. Es gibt keinen Grund, an den Aussagen der deutschen Zeugen über Kontakte zwischen Beran und Henkes zu zweifeln. Versuche in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dafür Zeugen in Tschechien zu finden, sind im Palotiner Archiv Limburg dokumentiert, blieben aber ergebnislos. Als Postulator habe ich persönlich Weihbischof Skavada in Prag besucht und mit ihm ein längeres Gespräch geführt.
Zweimal hat mich der Erzbischof von Olmütz, Jan Graupner, empfangen zu Gesprächen auch über Pater Richard Henkes. Ich habe mit den beiden Postulatoren von Josef Beran, Professor Polz und Professor Mateika, telefonische und briefliche Kontakte aufgenommen und schließlich auch mit dem Prager Erzbischof und Kardinal Dominik Duka, OP.